Foundation-Kleber, ein Rouge-Bleistiftanspitzer und Lippenstift in einem Bleistift. Seht euch unser neues Video an, wie ihr euer Lieblings-Make-up in den Unterricht mitnehmen könnt. Miss Smith ist es leid. Ihre Schüler passen nie auf. Es wird Zeit, sich an die Regeln zu halten. Sie zeigt den Schülern all ihre Lieblingssachen. Spielzeug, Süßigkeiten, Make-up. Nach unseren Schulregeln ist das alles nicht erlaubt. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Dolly öffnet ihr Fitnessarmband-Lidschatten, verfolgt einen Fitness-Tracker auf dünner Pappe, schneidet die Basis aus und schneidet ein Deckel mit Klappen aus durchsichtigem Kunststoff aus. Beschichtet das Armband mit Vaseline, legt dann das Stück Pappe ein, legt einen Applikatorpinsel auf die andere Seite, klebt auch einen Lidschattenabschnitt hinein und bedeckt es mit dem Plastikstück. Leb wohl, Fitness-Lidschatten! Schade. Und Christy wendet zum letzten Mal ihren Anstecknadel-Lipgloss an. Übertragt funkelnden Lidschatten in eine kleine dekorative Flasche. Steckt den Korken drauf. Beschichtet eine kleine Lipgloss-Tube mit Kleber. Und streckt Glitzer darüber. Klebt den Ansteckbutton an eine Figur. Und befestigt die Tube daran. Der Abschied von ihrem Lieblings-Make-up ist eine echte Qual. Wie soll ich jetzt durch den Unterricht kommen? Die Mädchen beschließen, ihr Make-up in ihren Schulsachen zu verstecken. Dolly hat eine Nagelfeile in ihren Haftnotizen eingesteckt. Entfernt die Haftnotizetiketten aus der Verpackung, verfolgt eins auf der Nagelfeile und schneidet es ab. Legt zwei Stück mit doppelseitigem Klebeband in die Haftnotizverpackung. Ich öffne die Packung und feile heimlich meine Nägel. Wie toll! Ich erhalte aus meinen Schulsachen eine Maniküre. Aber ihre Maniküre ist ohne Nagelzubehör nicht komplett. Christys wunderschöner Stift hat eine heimliche Überraschung. Klebt ein kleines Nageldekofläschchen auf einen Stift mit dekorativer Kappe. Verzieht es mit Strasssteinen und bedeckt den Deckel mit einem Kreis aus ausgefallenem Stickerpapier. Dieses Glitzerglas kann die Nägel und auch euren Stift schmücken. Echt eine super Idee! Aber Miss Smith weiß den Erfindergeist der Mädchen nicht zu schätzen. Sie konfisziert das gesamte Make-up. Niemand darf gegen die Schulregeln verstoßen. Die Schüler entscheiden sich für einen Streich. Lasst uns Miss Smiths Vorräte austauschen und sehen, was als nächstes passiert. Klebt eine kleine Lippenstiftprobe auf einen Stift. Deckt den Stift mit Acrylfarbe ab. Verwendet eine andere Farbe, um den Lippenstift zu bemalen. Schneidet den Durchmesser von der Lippenstifttube aus einem Radiergummi aus und gleicht mit einer Nagelfeile die Kanten aus. Klebt den Radiergummi auf die Lippenstiftkappe. Dolly bittet Miss Smith, ihr einen Stift und Pinsel zu leihen. Die Lehrerin hat keine Ahnung, dass sich Lippenstift in ihrem Stift befindet. Eine gute Idee ist zu tarnen. Dolly hat Glück gehabt. Christy öffnet ihren Pinsel. Es ist auch etwas darin versteckt. Entfernt die Spitze von einem Pinsel und klebt es auf den Lippenstift. Deckt den restlichen Lippenstift mit Acrylfarbe ab. Beide Mädchen tragen ihre Lippen mit Lippenstift auf. Normale Schulsachen, dass sich ihr Make-up umgewandelt hat. Miss Smith ist so wütend, dass sie außer sich ist. Ihr dürft euch nicht im Unterricht schminken. Aber es ist nicht unsere Schuld. Sie haben uns das selbst gegeben. Es kommt von ihrem Schreibtisch. Und wer weiß schon, was die Lehrerin in ihrem Globus versteckt hat. Ich wette, da ist etwas Interessantes drin. Entfernt den Globus von der Halterung und schneidet ihn in zwei Hälften. Ihr braucht auch eine Styroporkugel, die etwas kleiner ist als die Kugel, und schneidet sie auch in zwei Hälften. Verwendet die Heißklebepistolendüse, um eine Nut im Styropor zu erstellen. Klebt jetzt ein Balsam hinein und klebt die zweite Hälfte der Kugel darauf. Klebt die Kugel in die Globushälfte. Die oberste Schicht bemalen wir mit roter Acrylfarbe. Es soll wie der Erdkern aussehen. Stellt den Globus wieder auf die Halterung. Miss Smith schaut in die Tiefen des Planeten. Oh, was für ein süßer Balsam! Die Lehrerin trägt ihren Balsam auf die Lippen auf. Weiter so, Miss Smith. Sie verstoßen gegen ihre eigenen Regeln. Es läutet.
Also haben wir jetzt Mittagspause. Miss Smith ist entschlossen, ihre Schulregeln zu schützen. Macht euch bereit für einen Make-up-Krieg. Lasst uns unsere glitzernde Paletten-Lunchbox herausholen. Bemalt den Deckel von einer Brotdose mit Acrylfarbe. Klebt eine Glitzer-Lidschattenpalette auf die Innenseite des Deckels. Schließt dann die Lunchbox. Befestigt eine Birne aus Filz. Die Mädchen tragen ihre Kriegsbemalung auf. Eine glitzernde Schlacht beginnt. Für Freiheit, Gerechtigkeit und Schönheit. Wir werden unser Make-up niemals aufgeben. Miss Smith wird sich auch nicht ergeben. Mal sehen, wer zuerst nachgibt. Sie holt ihre Play-Doh-Behälter hervor. Übertragt Haargel in einen gereinigten Play-Doh-Behälter. Miss Smith holt Styling-Gel aus den Play-Doh-Bechern. Jetzt wird ihr glattes Haar sie zum Sieg führen. Sie ist eine furchtlose Kämpferin im Make-up-Krieg. Außerdem hat sie eine Geheimwaffe. Kammstifte. Nehmt ein Kugelschreiber auseinander. Beschichtet es mit Acrylfarbe. Brecht jetzt den Metallgriff von einem Kamm ab und erhitzt es über einer Kerze. Steckt es in die Stiftkappe. Bemalt den Kamm und benutzt die Stiftfarbe. Befestigt es am Stift. Miss Smith hat ihre Gedanken gekämmt. Jetzt ist sie bereit für das, was ihre Schüler für sie auf Lager haben. Plötzlich bekommt Miss Smith eine Nachricht. Es ist der Sportlehrer. Endlich! Er hat in Miss Smiths Herz ein Tor geschossen. Miss Smith ist halt auch nur eine Person. Sie ist ja kein Roboterlehrer. Miss Smith ist so glücklich, dass sie sogar rot wurde. Meine Güte, ich sollte mein Gesicht mit etwas Kleber straffen. Reinigt eine Klebertube und gießt Grundierung hinein. Der Lehrer drückt das Fundament auf einen Schwamm. Schneidet ein Make-up-Ei ab. Und schneidet ein Teil von einem Holzstab ab. Befestigt den Schwamm daran. Die Lehrerin fixiert ihr Gesicht mit Kleber. Aber die Mädchen sehen alles, was sie tut. Das ist ungerecht. Die Schüler können sich im Unterricht nicht schminken. Miss Smith versteckt schnell die Beweise. Netter Versuch. Ihr Kleber wird nicht in der Lage sein, die Risse des gebrochenen Vertrauens zu verstecken. Christy hat eine ganze Sammlung von Textmarker mit in den Unterricht genommen. Hey Dolly, probier es aus. Dolly nimmt den ungewöhnlichen Stift. Aber es ist tatsächlich ein Eyeliner. Nehmt einen alten Textmarker auseinander. Legt den Eyeliner in das Hauptteil. Verwendet eine Pinzette, um den Filz zu entfernen. Schneidet die Kunststoffspitze vom Textmarker mit einem heißen Messer ab. Entfernt die Kappe vom Eyeliner und legt die beschnittene Spitze in den Textmarker. Schneidet die Eyeliner-Kappe mit einem heißen Messer ab und entfernt die Bürste. Klebt es in die Markerkappe. Dolly liebt diesen Textmarker. Sie kann mitten im Unterricht einen Eyeliner benutzen. Auch die restlichen Textmarker von Christy sind nicht gewöhnlich. Mal sehen, was wir haben. Cool, ein Make-up-Pinsel. Entfernt den Filz und schneidet Make-up-Pinsel ab. Beschichtet die Griffe mit Acrylfarbe und legt sie in den Marker. Die Mädchen holen ihre Pinsel heraus. Ein Textmarker ist ein großartiges Versteck für einen Pinsel. Lasst uns unsere Augenbrauen machen. Da macht der Unterricht Spaß. Und was ist hier drin? Winziges Parfüm. Nehmt ein Textmarker auseinander. Schneidet den Filz zur Hälfte und legt ein Teil wieder rein. Legt dann eine Parfümprobe hinein und schließt die Kappe. Die Mädchen besprühen sich selbst mit Parfüm. Jetzt riecht der ganze Raum nicht mehr nach Schule. Und so ist es erträglicher. Die Schüler brechen wieder die Regeln. Diesmal haben sie Kleber und ein Anspitzer dabei. Aber mit Make-up-Beilage. Gieß das Fundament in eine saubere Klebetube. Wisch den Überschuss weg. Und schneidet einen Kreis aus einem Make-up-Schwamm aus. Legt es dann in die Tube. Christy wendet das Fundament direkt aus einer Klebetube an. Und Dolly holt ihren Anspitzer heraus. Schneidet jetzt einen breiten Strohhalm ab. Klebt es auf den Anspitzer.
Bestreicht den Anspitzer und den Strohhalm mit Acrylfarbe. Füllt den Becher mit Rougeperlen. Legt einen kleinen Make-up-Pinsel in den Strohhalm. Die Mädchen haben ein Chaos angerichtet und sie haben Miss Smith zum Weinen gebracht. Warum hört mir niemand zu? Bin ich Luft oder was? Die Mädchen fühlen sich schlecht. Sie geben ihrem Lieblingslehrer ihr Make-up. Hier können sie ihre Tränenspuren verdecken und ihr Gesicht schminken. Na schön, ich verzeihe euch. Unser Make-up-Krieg ist vorbei. Nachdem alle Regeln durchgesetzt wurden, ist der Unterricht wieder so langweilig. Miss Smith versteht endlich, wie sich ihre Schüler fühlen. Und sie beschließt, sie mit Make-up zu belohnen. Streut Lebensmittelglitzer in einen sauberen Klebebehälter. Und füllt Lippentönung ein. Schließt den Deckel. Es stellt sich heraus, dass dieser Glitzerkleber tatsächlich Lippentönung ist. Lasst euch nicht verwirren. Miss Smith hat Mitleid mit euch und ihre strengen Regeln sind jetzt vorbei. Lasst uns ohne Angst die Lippen definieren und auch gute Noten bekommen. Wie fandet ihr unsere Schul-Lifehacks? Schreibt uns, wie ihr euer Lieblings-Make-up in die Schule mitnehmen werdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.